members of different ambassadors in Berlin for your support in special. Mesdames et messieurs, c'est un grand privilège pour moi et le comité qui organise ce festival de dire bienvenue à Neukölln. C'est la sixième fois que nous organisons ce festival et la première fois que les pays différents participent dans ce festival. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt Sie noch darauf hinweisen, dass Sie einen Katalog auf Ihren Plätzen finden, in denen auch die Botschaften sich noch einmal mit Ihren Beiträgen dargestellt haben, mit dem, was hier in diesem alten Buchwerk, in diesem historischen Monument dargestellt wird, gesungen wird, auch uns in einer ganz besonderen Musik gezeigt wird. Ladies and Gentlemen, I will draw your attention on the catalog we have prepared in which different embassies have written on their cultural work and the participants here in the place. Mesdames et messieurs, c'est un catalogue pour vous sur ce projet, donc ce monument an Herrn Stadtrat-Schimmank. Er wird es jetzt begrüßen für das Bezirksamt dieses Bezirkes hier. And now I give the word to Mr. Schimmer, who is the administrator and man in charge of all educational and cultural affairs here in that district of Berlin, Neukölln. Herr Schimmer. Im Namen des Bezirksamtes Neukölln, der fünf Stadträte und des Bezirksbürgermeisters, darf ich Sie hier in unserem kleinen oder großen Bezirk, je nachdem, wo Sie herkommen, recht herzlich begrüßen. Unser Bezirk Neukölln hat fast 310.000 Menschen und über 160 Nationen leben hier unter uns und gerade in Neukölln relativ friedfertig zusammen. Wir haben hier Einladungen ausgesprochen, und 19 Botschaften aus aller Welt dieser Einladung gefolgt. Darüber freuen wir uns sehr. Das unterstreicht auch nach unserem Dafürhalten die große Internationalität unseres Bezirkes. Ich sagte vorhin, dass über 160 Nationen hier in unserem Bezirk siedeln und wohnen. Wir schätzen den Anteil der Menschen nicht deutscher Herkunftssprache auf rund 100.000 Menschen. Ich glaube, das spricht für seine Internationalität. Schon 1737 nahm der Bezirk Neukölln, damals Rixdorf, böhmische Glaubensflüchtlinge aus der damaligen Tschechoslowakei auf. Wir haben 1987 den Europapreis für gute Städtepartnerschaft erhalten. Zurzeit arbeiten wir daran, mit meinem Kulturamt zusammen, hier unsere Frau Dr. Kollert, dass wir demnächst auch die Städtepartnerschaft Berlin und mit Argentinien, sprich Buenos Aires, hier unterstreichen. Da werden wir im Herbst künstlerische Produkte transportieren. Wir nennen diese Ausstellung, die Sie hier sehen, eingebettet, wie Herr Dr. Krebs schon sagte, in unseren 48 Stunden Zwischenwelten. Deshalb, weil sich hier die Künstler, so meinen wir, aus aller Welt begegnen. Künstler sind auch deshalb gerne in unserem Bezirk, weil sie, glaube ich, die gute Atmosphäre hier schätzen. Und es hat auch noch einen kleinen Nebeneffekt. Die großen Botschaften sind ein bisschen weiter weg von uns entfernt, sind in der Stadtmitte oder an anderer Ort. Dafür kann man hier relativ preiswert leben. Auch dieses Werk hier, können Sie dieses Gebäude übrigens, falls jemand Interesse hat, kann die erworben werden. Allerdings muss er sich da ausnahmsweise nicht an das Bezirksamt Neukölln wenden, sondern an die Berliner Wasserwerke. Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich heiße Sie alle nochmals hier recht herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie hier eingetroffen sind und wünsche Ihnen noch in unserem Stadtbezirk noch viele vergnügliche Stunden. Wir werden das ein bisschen unterstützen, dadurch, dass die Getränke hier gereicht werden.
gereicht werde, um sie auch was zu essen bekommen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, die Bedienung, die jungen Menschen, die Sie hier bedienen, ist eine Neuköllner Hauptschule, eine sogenannte Schülerfirma. Und Sie sollen schon während der Schulzeit, das ist ja nicht das Schlechteste, auf das Leben, hoffentlich auf ein friedwertiges Leben in der Welt und hier vor Ort vorbereitet werden. Alles Gute, viel Vergnügen, schönen Dank für Zuhören. Dankeschön. Ich will lang reden, schließe mich nochmal bei allen bedanken, bei den Botschaftern, die ihre Unterstützung und auch die Kulturunterschiede und den Künstlern, die natürlich durch ihre Werke dieses hier möglich gemacht haben. Und nachher gerne nochmal die oberen Räume besichtigen. Zu unserer Unterhaltung wird jetzt Frau Mirisha Anzuai Pana aus Bangladesch spezielle Rhythmen uns sozusagen vorführen, oder Gesang besser. Und anschließend wird ein indisches Flöten, eine indische Flötengruppe unser Programm begleiten und eine Tanztheater-Performance aus Frankreich, Michael Rousseau, wird an diesen drei Liedern zu dort tanzen und unsere kleine kulturelle Einlage beenden. Ich bedanke mich und wünsche viel. Das Mikrofon ist offen. Warte.